Begrüßungen. Greetings. Klar. Certainly. Guten Nachmittag. Good afternoon. Guten Abend. Good evening. Viel Glück. Good luck. Guten Morgen. Good morning. Super. Great. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Happy birthday. Gute Reise. Have a good trip. Hallo. Hello. Schön, Sie kennenzulernen. Nice to meet you. Bitte ruf mich an. Please call me. Häufige Ausdrücke. Common expressions. Sei vorsichtig. Be careful. Fahr vorsichtig. Be careful driving. Kannst du das für mich übersetzen? Can you translate this for me? Chicago ist anders als Boston. Chicago is very different from Boston. Keine Angst. Don't worry. Das weiß doch jeder. Everyone knows it. Alles ist bereit. Everything is ready. Ausgezeichnet. Excellent. Von Zeit zu Zeit. From time to time. Das ist eine gute Idee. Good idea. Es gefällt ihm sehr. He likes it very much. Hilfe. Help. Er kommt bald. He's coming soon. Er hat recht. He's right. Er ist sehr belastend. He's very annoying. Er ist sehr berühmt. He's very famous. Wie geht es Ihnen? How are you? Wie geht es auf Arbeit? How's work going? Beeil dich. Hurry. Ich habe schon gegessen. I ate already. Ich kann Sie nicht hören. I can't hear you. Ich weiß nicht, wie ich das benutzen soll. I don't know how to use it. Ich mag ihn nicht. I don't like him. Ich mag es nicht. I don't like it. Ich spreche nicht sehr gut. I don't speak very well.
Ich verstehe das nicht. I don't understand. Ich will es nicht. I don't want it. Ich will das nicht. I don't want that. Ich will sie nicht belästigen. I don't want to bother you. Mir geht es gut. I feel good. Ich bin um 18 Uhr mit der Arbeit fertig. I get off of work at 6. Ich habe Kopfschmerzen. I have a headache. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Frau eine schöne Reise haben. I hope you and your wife have a nice trip. Ich weiß. I know. Ich mag sie. I like her. Ich habe meine Uhr verloren. I lost my watch. Ich liebe dich. I love you. Ich muss mir frische Sachen anziehen. I need to change clothes. Ich muss nach Hause gehen. I need to go home. Ich will nur eine Kleinigkeit essen. I only want a snack. Mir schmeckt das. I think it tastes good. Ich denke, dass das sehr gut ist. I think it's very good. Ich dachte, dass die Kleidung billiger wäre. I thought the clothes were cheaper. Ich wollte gerade die Gaststätte verlassen, als meine Freunde kamen. I was about to leave the restaurant when my friends arrived. Ich würde mir gern die Beine vertreten. I'd like to go for a walk. Falls du meine Hilfe brauchst, sag Bescheid. If you need my help, please let me know. Ich ruf dich an, wenn ich gehe. I'll call you when I leave. Ich komme später wieder her. I'll come back later. Ich zahle. I'll pay. Ich nehme es. I'll take it. Ich nehme sie bis zur Bushaltestelle mit. I'll take you to the bus stop. Ich bin ein Amerikaner. I'm an American. Ich mache mein Zimmer sauber. I'm cleaning my room. Mir ist kalt. I'm cold. Ich komme vorbei, um dich abzuholen. I'm coming to pick you up. Ich werde gehen. I'm going to leave. Mir geht es gut, und dir? I'm good. And you? Ich bin froh. I'm happy. Ich habe Hunger.
I'm hungry. Ich bin verheiratet. I'm married. Ich habe es nicht eilig. I'm not busy. Ich bin nicht verheiratet. I'm not married. Ich bin noch nicht so weit. I'm not ready yet. Ich bin mir nicht sicher. I'm not sure. Es tut mir leid, aber wir sind ausverkauft. I'm sorry, we're sold out. Ich habe Durst. I'm thirsty. Ich bin sehr beschäftigt. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. I'm very busy. I don't have time now. Ist Herr Smith Amerikaner? Is Mr. Smith an American? Ist das genug? Is that enough? Es ist länger als 2 Meilen. It's longer than 2 miles. Ich war 2 Tage dort. I've been here for 2 days. Ich habe gehört, dass Texas ein schöner Ort ist. I've heard Texas is a beautiful place. Ich habe das noch nie gesehen. I've never seen that before. Nur ein bisschen. Just a little. Nur einen Moment. Just a moment. Lassen Sie mich nachsehen. Let me check. Lassen Sie mich darüber nachdenken. Let me think about it. Lass uns nachsehen. Let's go have a look. Lassen Sie uns Englisch üben. Let's practice English. Kann ich bitte mit Herrn Smith sprechen? May I speak to Mrs. Smith, please? Mehr als das. More than that. Macht nichts. Never mind. Nächstes Mal. Next time. Nein, danke. No, thank you. Nein. No. Quatsch. Unsinn. Nonsense. Nicht kürzlich. Not recently. Noch nicht. Not yet. Nichts anderes. Nothing else. Häufige Ausdrücke. Common expressions. Natürlich. Of course. Okay. Okay. Okay.
Bitte füllen Sie das Formular aus. Please fill out this form. Bitte bringen Sie mich zu dieser Adresse. Please take me to this address. Bitte schreiben Sie das auf. Please write it down. Wirklich? Really? Genau hier. Right here. Genau dort. Right there. Bis später. See you later. Bis morgen. See you tomorrow. Bis heute Abend. See you tonight. Sie ist schön. She's pretty. Entschuldigen Sie die Störung. Sorry to bother you. Stopp. Halt. Stop. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr. Take a chance. Nehmen Sie es mit nach draußen. Take it outside. Sag mir. Tell me. Dank, Dame. Thank you, miss. Dank, Herr. Thank you, sir. Vielen Dank. Thank you very much. Danke. Thank you. Danke für alles. Thanks for everything. Danke für Ihre Hilfe. Thanks for your help. Das sieht großartig aus. That looks great. Das riecht schlecht. That smells bad. Das ist in Ordnung. That's all right. Das ist genug. That's enough. Das ist gut. That's fine. Das ist es. That's it. Das ist nicht in Ordnung. That's not fair. Das ist nicht richtig. That's not right. Das ist richtig. That's right. Das ist nicht schlecht. That's too bad. Das sind zu viele. That's too many. Das ist zu viel. That's too much. Das Buch ist unter dem Tisch. The book is under the table.
Ich komme gleich zurück. They'll be right back. Sie sind dieselben. They're the same. Sie sind sehr beschäftigt. They're very busy. Das funktioniert nicht. This doesn't work. Das ist sehr schwierig. This is very difficult. Das ist sehr wichtig. This is very important. Versuch es. Try it. Sehr gut, danke. Very good, thanks. Wir mögen es sehr. We like it very much. Würden Sie bitte eine Nachricht entgegennehmen? Would you take a message, please? Ja, wirklich. Yes, really. Deine Sachen sind alle hier. Your things are all here. Du bist schön. You're beautiful. Du bist wirklich nett. You're very nice. Du bist wirklich klug. You're very smart. Reisen, nach dem Weg fragen. Travel and directions. Nur der Hinflug. A one-way ticket. High-end und Rückflug. A round-trip ticket. Ungefähr 300 Kilometer. About 300 kilometers. Wirst du ihr helfen? Are you going to help her? Um welche Uhrzeit? At what time? Könnte ich bitte einen Termin für nächsten Mittwoch bekommen? Can I make an appointment for next Wednesday? Können Sie das bitte wiederholen? Can you repeat that, please? Hast du genug Geld? Do you have enough money? Können Sie kochen? Do you know how to cook? Weißt du, was das heißt? Do you know what this says? Soll ich dich abholen? Do you want me to come and pick you up? Führt diese Straße nach New York? Does this road go to New York? Folgen Sie mir. Follow me. Von hier nach dort. From here to there. Gehen Sie geradeaus. Go straight ahead. Bist du angekommen? Have you arrived? Waren Sie schon in Boston? Have you been to Boston? Wie komme ich dorthin?
How do I get there? Wie komme ich zur Danielstraße? How do I get to Daniel Street? Wie komme ich zur amerikanischen Botschaft? How do I get to the American Embassy? Wie lange dauert es mit dem Auto? How long does it take by car? Wie lange dauert es mit dem Auto bis nach Georgia? How long does it take to get to Georgia? Wie lange dauert der Flug? How long is the flight? Wie war der Film? How is the movie? Ich habe eine Frage an dich. I have a question. Ich wünschte, ich hätte eine. I wish I had one. Dürfte ich bitte telefonieren? I'd like to make a phone call. Ich würde gern eine Reservierung machen. I'd like to make a reservation. Ich nehme das auch. I'll take that one also. Ich komme gleich. I'm coming right now. In 4 Tagen gehe ich nach Hause. I'm going home in 4 days. Ich gehe morgen. I'm leaving tomorrow. Ich suche die Post. I'm looking for the post office. Ist das Ihr Stift? Is this pen yours? Ein Ticket nach New York, bitte. One ticket to New York, please. Einfach oder Hin- und Rückflug? One way or round trip? Bitte sprechen Sie langsamer. Please speak slower. Bitte bringen Sie mich zum Flughafen. Please take me to the airport. Hier entlang. That way. Der Flug fliegt um 17 Uhr ab. The plane departs at 5:30 p.m. Sie sind gestern angekommen. They arrived yesterday. Dreh dich um. Turn around. Dreh dich nach links. Turn left. Dreh dich nach rechts. Turn right. Wann gehst du zur Bushaltestelle? What time are you going to the bus station? Wann ist das passiert? When did this happen? Wann kommst du in Boston an? When did you arrive in Boston? Wann kommt er an? When do we arrive? Wann kommt es an? When do we leave? Reisen, nach dem Weg fragen. Travel and directions. Wann kommt er an? When does he arrive?
Wann kommt es an? When does it arrive? Wann macht die Bank auf? When does the bank open? Wann fährt der Bus los? When does the bus leave? Wo kann ich das abschicken? Where can I mail this? Woher kommt sie? Where is she from? Wo ist das Badezimmer? Where is the bathroom? Warum nicht? Why not? Kannst du mich erinnern? Will you remind me? Nummern und Geld. Numbers and funds. $11. $11. 52 Euro Cent. 52 cents. Ein paar. A few. Etwas. A little. Ruf die Polizei. Call the police. Hat es deiner Frau in Kalifornien gefallen? Did your wife like California? Haben Sie Kaffee? Do you have any coffee? Haben Sie noch etwas Billigeres? Do you have anything cheaper? Akzeptieren Sie Kreditkarten? Do you take credit cards? Wie wollen Sie bezahlen? How are you paying? Wie viele Leute leben in New York? How many people are there in New York? Wie viel kosten diese Ohrringe? How much are these earrings? Wie viel schulde ich Ihnen? How much do I owe you? Wie viel kostet es pro Tag? How much does it cost per day? Wie viel kostet das? How much does this cost? Wie viel kostet es bis nach Miami? How much is it to go to Miami? Wie viel Geld verdienst du? How much money do you make? Ich habe keine Freundin. I don't have a girlfriend. Ich habe kein Geld. I don't have any money. Ich habe eine Reservation. I have a reservation. Ich muss mehr Englisch lernen. I need to practice my English. Ich würde gern im Restaurant in der 5. Straße essen. I'd like to eat at 5th Street Restaurant. Ich nehme das Gleiche. I'll have the same thing. Das Essen geht auf mich. I'll pay for dinner. Ich bezahle die Tickets. I'll pay for the tickets.
Ich bin 26 Jahre alt. I'm 26 years old. Ist das in Ordnung? Is that okay? Ist Post für mich gekommen? Is there any mail for me? Ist es nicht? Isn't it? Es ist 11.30 Uhr. It's 11:30 p.m. Es ist 9:15. It's is a 9:15. Bitte kommen Sie herein. Please come in. Tut mir leid, aber wir akzeptieren keine Kreditkarten. Sorry, we don't accept credit cards. Tut mir leid, wir akzeptieren nur Bargeld. Sorry, we only accept cash. Das Restaurant ist nicht teuer. That restaurant is not expensive. Das ist zu teuer. That's too expensive. Es sind viele Leute hier. There are many people here. Sie berechnen $26 pro Tag. They charge $26 per day. Wie ist der Wechselkurs für Dollar? What's the exchange rate for dollars? Wie ist die Telefonnummer? What's the phone number? Wo kann ich Tickets kaufen? Where can I buy tickets? Wo wollen wir uns treffen? Where would you like to meet? Welches ist besser? Which one is better? Ort. Location. Gegenüber der Post. Across from the post office. 3 Uhr morgens. At 3 o'clock. Sei still. Be quiet. Können Sie mir ein gutes Restaurant empfehlen? Can you recommend a good restaurant? Er studiert an der Universität in Boston. He studies at Boston University. Hier ist es. Here it is. Hier, bitte. Here you are. Er ist in der Küche. He's in the kitchen. Wie weit ist es bis Chicago? How far is it to Chicago? Wie weit ist es? How far is it? Wie viele Kilometer sind es bis nach Pennsylvania? How many miles is it to Pennsylvania? Ich schaue gern fern. I like to watch TV. Ich wollte zur Bibliothek gehen. I was going to the library.
Ich war in der Bibliothek. I was in the library. Ich hätte gern ein Einzelzimmer. I'd like a single room. Es ist köstlich. It's delicious. Es ist 11:30. It's 11:30. Es kostet weniger als $5. It's less than $5. Es kostet mehr als $5. It's more than $5. Es ist in der Nähe des Supermarkts. It's near the supermarket. Es soll heute nicht regnen. It's not supposed to rain today. Es ist in Ordnung. Es ist okay. It's okay. Es ist auf der 7. Straße. It's on 7th Street. Es ist wirklich heiß. It's really hot. Es soll morgen regnen. It's supposed to rain tomorrow. Lass uns gehen. Let's go. Vielleicht. Maybe. Mehr als 200 Meilen. More than 200 miles. Mein Haus ist in der Nähe der Bank. My house is close to the bank. In der Nähe der Bank. Near the bank. Auf der linken Seite. On the left. Auf der rechten Seite. On the right. Auf der zweiten Etage. On the second floor. Außerhalb des Hotels. Outside the hotel. Hier drüben. Over here. Da drüben. Over there. Das Buch ist hinter dem Tisch. The book is behind the table. Das Buch ist vor dem Tisch. The book is in front of the table. Das Buch ist in der Nähe des Tisches. The book is near the table. Das Buch ist neben dem Tisch. The book is next to the table. Das Buch ist oben auf dem Tisch. The book is on top of the table. Es sind ein paar Bücher auf dem Tisch. There are some books on the table. Es liegt ein Buch unter dem Tisch. There's a book under the table. Wir kommen aus Kalifornien. We're from California. Wie ist die Adresse? What's the address? Wohin gehst du? Where are you going?
Wo ist es? Where is it? Wo willst du hingehen? Where would you like to go? Telefon, Internet, E-Mail. Phone, Internet, Mail. Dürfte ich bitte Ihren Reisepass sehen? Can I see your passport, please? Soll ich etwas ausrichten? Can I take a message? Darf ich es anprobieren? Can I try it on? Dürfen wir uns hier hinsetzen? Can we sit over there? Bist du mit deiner Familie hier? Did you come with your family? Glaubst du, dass das geht? Do you think it's possible? Hier ist meine Nummer. Here's my number. Er ist gerade nicht hier. He's not in right now. Hallo, ist Frau Schmidt da? Hi, is Mrs. Smith there, please? Ich hätte gern ein Wasser. I'd like some water too, please. Ich würde gern eine Flasche Wasser kaufen. I'd like to buy a bottle of water, please. Ich würde gern etwas kaufen. I'd like to buy something. Ich würde gern in den Laden gehen. I'd like to go to the store. Ich würde gern ein Auto mieten. I'd like to rent a car. Ich würde gern ein Fax senden. I'd like to send a fax. Ich würde dies gern in die USA schicken. I'd like to send this to America. Ich hätte gern Herrn Schmidt gesprochen. I'd like to speak to Mr. Smith, please. Ich habe 3 Kinder, 2 Mädchen und einen Jungen. I have 3 children, 2 girls and 1 boy. Ich bin gleich wieder da. I'll be right back. Ich rufe dich später zurück. I'll call back later. Ich rufe dich am Freitag an. I'll call you on Friday. Ich zeige es dir. I'll teach you. Mir geht's gut. I'm okay. Ich brauche einige Taschentücher. I need some tissues. Gibt es einen englischsprachigen Reiseführer? Is there an English-speaking guide? Ich möchte dir etwas schenken. I want to give you a gift. Männlich oder weiblich? Male or female? Mein Handy hat keinen guten Empfang. My cell phone doesn't have good reception. Mein Handy funktioniert nicht. My cell phone doesn't work. Bitte ziehen Sie Ihre Schuhe aus.
Please take off your shoes. Entschuldigung, ich glaube, ich habe die falsche Nummer. Sorry, I think I have the wrong number. Wie ist die Postleitzahl? What is the area code? Wie heißt die Firma? What's the name of the company you work for? Was ist los? What's wrong? Wie ist deine Adresse? What's your address? Wo kann ich ein Krankenhaus finden? Where can I find a hospital? Wo ist das nächste Restaurant? Where's the closest restaurant? Wo ist die Apotheke? Where's the pharmacy? Wer bist du? Who are you? Wer ist das? Who is that? Mit wem möchten Sie sprechen? Who would you like to speak to? Kannst du mich nach Hause bringen? Will you take me home? Möchten Sie Wasser oder Milch? Would you like water or milk? Zeit und Datum. Time and dates. Vor 11 Tagen? 11 days ago. Zwei Stunden. 2 hours. Den ganzen Tag. A long time ago. Vor einer langen Zeit. All day. Kommen Sie heute Abend? Are they coming this evening? Hast du es bequem? Are you comfortable? Hast du deine Kinder dabei? Are your children with you? So bald wie möglich. As soon as possible. Um 15 Uhr. At 3 o'clock in the afternoon. In der 5. Straße. At 5th Street. Um 19 Uhr. At 7 o'clock at night. Um 7 Uhr morgens. At 7 o'clock in the morning. Um welche Uhrzeit ist es passiert? At what time did it happen? Kann ich Ihnen helfen? Can I help you? Hast du einen Swimming Pool? Do you have a swimming pool? Haben Sie das in Größe 11? Do you have this in size 11? Glaubst du, dass du bis 11:30 wieder hier bist? Do you think you'll be back by 11:30? Ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf. Every day I get up at 6 a.m. Jede Woche. Every week. Das Verfallsdatum. Expiration date.
Warten Sie schon lange? Have you been waiting long? Er ist in 20 Minuten wieder hier. He'll be back in 20 minutes. Seine Familie kommt morgen. His family is coming tomorrow. Wie wäre es mit Samstag? How about Saturday? Wie lange werden Sie bleiben? How long are you going to stay? Wie lange werden Sie in Kalifornien bleiben? How long are you going to stay in California? Wie lange wird es dauern? How long will it take? Wie viel insgesamt? How much altogether? Wie viel wird es kosten? How much will it cost? Ich habe nicht genug Geld. I don't have enough money. Ich mache mich fertig zum Ausgehen. I'm getting ready to go out. Ich schaue mich nur um. I'm just looking. Shopping. Ich mache mir auch Sorgen. I'm worried too. Es wird kalt am Abend werden. It rained very hard today. Es hat sehr stark geregnet heute. It'll be cold this evening. Das kostet $17. It's $17. Es ist 6 Uhr früh. It's 6 a.m. Es ist 8 Uhr 45. It's 8:45. Es ist Viertel vor sieben. It's a quarter to seven. Es wird heute schneien. It's going to snow today. Es ist hier. It's here. Es ist dort. It's there. Ich habe es schon gesehen. I've already seen it. John geht morgen in den Urlaub. John is going on vacation tomorrow. Mein Geburtstag ist am 27. August. My birthday is August 27th. Jetzt oder später? Now or later? Der 22. Oktober. October 22nd. Sie will wissen, wann wir kommen. She wants to know when you're coming. Manchmal gehe ich um 11 Uhr, manchmal um 11.30 Uhr schlafen. Sometimes I go to sleep at 11 p.m. Sometimes at 11:30 p.m. Wir haben jede Menge Zeit. The whole day. Der ganze Tag. There's plenty of time. Wir sind zu spät. We're late. An welchem Tag kommen Sie rüber? What day are they coming over?
Welcher Wochentag ist heute? What day of the week is it? Welches Datum haben wir heute? What is today's date? Welche Religion bist du? What's your religion? Wann kommen sie an? What time are they arriving? Zeit und Datum. Time and dates. Um wie viel Uhr stehst du auf? What time did you get up? Um wie viel Uhr gehst du ins Bett? What time did you go to sleep? Um wie viel Uhr wachst du auf? What time did you wake up? Um wie viel Uhr fängt es an? What time does it start? Um wie viel Uhr glaubst du, kommst du an? What time do you think you'll arrive? Wie viel Uhr ist das? What time is it? Wann kommen sie? When are they coming? Wann kommst du zurück? When are you coming back? Wann holst du deinen Freund ab? When are you going to pick up your friend? Wann fährst du ab? When are you leaving? Wann ziehst du um? When are you moving? Wann fährt der nächste Bus nach Philadelphia? When is the next bus to Philadelphia? Wann ist dein Geburtstag? When is your birthday? Als ich im Geschäft war, hatten sie keine Äpfel. When I went to the store, they didn't have any apples. Wann hast du zum letzten Mal mit deiner Mutter gesprochen? When was the last time you talked to your mother? Wann wird er zurück sein? When will he be back? Wann wird es fertig sein? When will it be ready? Wohin gehst du? Where are you going to go? Unterkunft. Accommodations. Bist du beschäftigt? Are you busy? Können wir bitte noch Brot bekommen? Can we have some more bread, please? Haben Sie Geld? Do you have any money? Für wie viele Nächte? For how many nights? Wie lange werden Sie bleiben? How long will you be staying? Ich hätte gern einen Stadtplan. I'd like a map of the city. Ich hätte gern ein Zimmer für Nichtraucher. I'd like a non-smoking room. Ich hätte gern ein Zimmer. I'd like a room. Ich hätte gern ein Zimmer mit zwei Betten. I'd like a room with two beds, please. Ich brauche einen Arzt. I need a doctor.
Gibt es einen Nachtclub in der Stadt? Is there a nightclub in town? Gibt es ein Restaurant in dem Hotel? Is there a restaurant in the hotel? Gibt es ein Geschäft in der Nähe? Is there a store near here? Tut mir leid, aber wir haben keine freien Zimmer. Sorry, we don't have any vacancies. Bringen Sie mich zum Marriott Hotel. Take me to the Marriott Hotel. Was berechnen Sie pro Nacht? What's the charge per night? Hotel. Wann ist der Checkout? What time is checkout? Wo ist der Flughafen? Where is the airport? Wo ist der Briefkasten? Where is the mailbox? Im Restaurant. Dining. Bist du hier allein? Are you here alone? Kann ich meinen Freund mitbringen? Can I bring my friend? Könnte ich bitte eine Quittung bekommen? Can I have a receipt, please? Ist es möglich, Rabatt zu bekommen? Can it be cheaper? Können wir bitte eine Speisekarte haben? Can we have a menu, please? Kannst du das für mich halten? Can you hold this for me? Haben Sie Kinder? Do you have any children? Weißt du, wie viel das kostet? Do you know how much it costs? Haben Sie in dem Restaurant gegessen? Have you eaten at that restaurant? Haben Sie schon gegessen? Have you eaten yet? Haben Sie schon einmal Kartoffelsuppe gegessen? Have you ever had potato soup? Er trinkt gern Saft, aber nicht gern Milch. He likes juice, but he doesn't like milk. Hier ist Ihr Salat. Here is your salad. Hier ist Ihre Bestellung. Here's your order. Wie schmeckt das? How does it taste? Für wie viele Personen? How many people? Restaurant. Ich stimme zu. I agree. Ich hätte gern einen Tisch am Fenster. I'd like a table near the window. Ich würde gern in die USA telefonieren. I'd like to call the United States. Ich war da noch nicht. I haven't been there. Ich bin noch nicht mit dem Mittagessen fertig. I haven't finished eating. Ich mag es. I like it. Ich ruf dich an. I'll give you a call. Ich hätte gern eine Tasse Tee. I'll have a cup of tea, please. Ich hätte gern ein Glas Wasser.
I'll have a glass of water, please. Ich bin aus Amerika. I'm from America. Ich gehe schlafen. I'm going to bed. Ich bin geschäftlich hier. I'm here on business. Es tut mir leid. I'm sorry. Ich habe nur noch $5. I only have $5. Ich glaube, dass ich zu einem Arzt gehen sollte. I think I need to see a doctor. Es ist der 25. August. It's August 25th. Ich verstehe. I understand. Der 3. Juni. June 3rd. Das Essen war köstlich. The food was delicious. Es sind ein paar Äpfel im Kühlschrank. There are some apples in the refrigerator. Es gibt ein Restaurant hier in der Nähe. There's a restaurant near here. Da drüben ist ein Restaurant, aber ich glaube, es ist nicht sehr gut. There's a restaurant over there, but I don't think it's very good. Bedienung. Kellner. Waiter. Bedienung. Kellnerin. Waitress. Wir können italienisches oder chinesisches Essen essen. We can eat Italian or Chinese food. Wir nehmen 2 Gläser Wasser, bitte. We'll have 2 glasses of water, please. Was wirst du haben? What are you going to have? Was empfehlen Sie? What do you recommend? Wie ist deine E-Mail-Adresse? What's your email address? Was möchtest du trinken? What would you like to drink? Was möchtest du essen? What would you like to eat? Wo ist ein Geldautomat? Where is an ATM? Wo finde ich einen Doktor, der Englisch spricht? Where is there a doctor who speaks English? Welches? Which one? Können Sie ihn fragen, ob er herkommen kann? Would you ask him to come here? Möchten Sie ein Glas Wasser? Would you like a glass of water? Möchten Sie Kaffee oder Tee? Would you like coffee or tea? Möchten Sie was trinken? Would you like something to drink? Möchten Sie Wasser? Would you like some water? Möchten Sie Wein? Would you like some wine? Möchtest du spazieren gehen? Would you like to go for a walk?
Würdest du gerne fernsehen? Would you like to watch TV? Freunde finden. Making friends. Bist du Amerikanerin? Are you American? Kommst du heute Abend? Are you coming this evening? Hast du heute Abend Zeit? Are you free tonight? Wirst du fliegen oder mit dem Zug fahren? Are you going to take a plane or train? Hast du Hunger? Are you hungry? Freunde finden. Making friends. Bist du dir sicher? Are you sure? Arbeitest du morgen? Are you working tomorrow? Das Geschäft läuft gut. Business is good. Post. Cheers. Hat es gestern geschneit? Did it snow yesterday? Hast du meine Post erhalten? Did you get my email? Hast du deine Medizin genommen? Did you take your medicine? Geht es dir besser? Do you feel better? Gehst du oft nach Florida? Do you go to Florida often? Hast du noch eine? Do you have another one? Wissen Sie, wo es ein Geschäft für Handtücher gibt? Do you know where there's a store that sells towels? Gefällt es dir hier? Do you like it here? Magst du das Buch? Do you like the book? Brauchst du noch etwas? Do you need anything? Treibst du irgendwelchen Sport? Do you play any sports? Verkaufen Sie Medizin? Do you sell medicine? Store. Lernen Sie Englisch? Do you study English? Willst du mitkommen? Do you want to come with me? Willst du mit mir gehen? Do you want to go with me? Entschuldigung. Excuse me. Ruf mich an. Give me a call. War dein Bruder schon einmal in Kalifornien? Has your brother been to California? Haben Sie sie schon getroffen? Have they met her yet? Haben Sie das schon einmal gemacht? Have you done this before? Wie lange bist du dort gewesen? How long have you been here? Wie lange warst du in Amerika? How long have you been in America? Wie lange hast du dort gelebt? How long have you lived here? Wie viele Kinder haben Sie? How many children do you have?
Wie viele Sprachen sprechen Sie? How many languages do you speak? Wie viele Mitglieder hat Ihre Familie? How many people do you have in your family? Wie viel hätten Sie gern? How much would you like? Wie alt sind Sie? How old are you? Ich habe gestern ein T-Shirt gekauft. I bought a shirt yesterday. Mir geht es nicht gut. I don't feel well. Ich habe Schmerzen im Arm. I have pain in my arm. Ich muss Wäsche waschen. I have to wash my clothes. Ich habe zwei Schwestern. I have two sisters. Ich richte ihm aus, dass Sie angerufen haben. I'll tell him you called. Ich bin 32. I'm 32. Ich bin 1,84 m. I'm 6'2 inches. Ich bin gegen Meeresspeisen allergisch. I'm allergic to seafood. Ich bin Amerikaner. I'm American. Ich habe Größe 8. I'm a size 8. Mir geht es gut, und dir? I'm fine. And you? Ich habe keine Angst. I'm not afraid. Ich bin krank. I'm sick. Ich erinnere mich. I remember. Ich spreche nur etwas Englisch. I speak a little English. Ist Ihr Haus wie dieses hier? Is your house like this one? Kommt Ihr Mann auch aus Boston? Is your husband also from Boston? Es ist nicht sehr teuer. It's not very expensive. Ich war dort. I've been there. Lass uns das teilen. Let's share. Meine Tochter ist hier. My daughter is here. Mein Vater war hier. My father has been there. Mein Vater ist Anwalt. My father is a lawyer. Meine Großmutter ist letztes Jahr gestorben. My grandmother passed away last year. Mein Name ist John Smith. My name is John Smith. Mein Sohn. My son. Mein Sohn studiert Informatik, Computer. My son studies computers. Nein, ich bin Amerikaner. No, I'm American. Nein, das ist das erste Mal. No, this is the first time. Unsere Kinder sind in Amerika. Our children are in America.
Sie ist eine Expertin. She's an expert. Sie ist älter als ich. She's older than me. Das Auto ist ähnlich wie mein Auto. That car is similar to my car. Das ist Frau Smith. This is Mrs. Smith. Das ist meine Mutter. This is my mother. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. This is the first time I've been here. Wir haben zwei Jungen und ein Mädchen. We have two boys and one girl. Was magst du heute Abend? What are you going to do tonight? Was sind deine Hobbys? What are your hobbies? Was studieren Sie? What do you study? Was wollen Sie machen? What do you want to do? Zu welcher Schule bist du gegangen? What school did you go to? Was ist dein Lieblingsfilm? What's your favorite movie? Wie ist dein Nachname? What's your last name? Wie heißt du? What's your name? Wo sind die T-Shirts? Where are the T-Shirts? Wo bist du hingegangen? Where did you go? Wo hast du Englisch gelernt? Where did you learn English? Wo hast du vorher gearbeitet? Where did you work before you worked here? Wo wohnst du? Where do you live? Wo warst du? Where were you? Wer hat den Brief geschickt? Who sent this letter? Möchten Sie das kaufen? Would you like to buy this? Deine Kinder sind wohl erzogen. Your children are very well behaved. Deine Tochter. Your daughter. Du bist klüger als er. You're smarter than him. Du sprichst wirklich gut Englisch. You speak English very well. Unterhaltung. Entertainment. Gibt es irgendwelche Konzerte? Are there any concerts? Möchtest du einen Film sehen? Do you want to go to the movies? Haben Sie diesen Film schon gesehen? Have you seen this movie? Er sagte, du würdest gern Filme anschauen. He said you like to watch movies. Wie groß sind Sie? How tall are you? Ist die Bank weit? Is the bank far? Gibt es ein Kino in der Nähe? Is there a movie theater nearby?
Was machen die Leute gewöhnlich im Sommer in Los Angeles? What do people usually do in the summer in Los Angeles? Welche Art von Musik magst du? What kind of music do you like? Was ist dein Lieblingsessen? What's your favorite food? Unterhaltung. Entertainment. Wann fängt der Film an? What time does the movie start? Wer war dein Lehrer? Who was your teacher? Möchtest du mit mir Abendessen gehen? Would you like to have dinner with me? Würdest du gerne einen Film ausleihen? Would you like to rent a movie? Einkaufen. Shopping. Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben? Can I have a glass of water, please? Dürfte ich Ihr Telefon benutzen? Can I use your phone? Haben Sie noch etwas frei? Do you have any vacancies? Haben Sie die Nummer eines Taxis? Do you have the number for a taxi? Kennst du sie? Do you know her? Wissen Sie, wo sie ist? Do you know where she is? Spielst du Basketball? Do you play basketball? Bitte einmal auftanken. Fill it up, please. Gas station. Er braucht neue Klamotten. He needs some new clothes. Wie viel kostet das dort? How much is that? Wie viel kostet das hier? How much is this? Ich glaube dir. I believe you. Ich hätte gern die Nummer des Hilton. I'd like the number for the Hilton Hotel, please. Ich würde gern eine Telefonkarte kaufen. I'd like to buy a phone card, please. Ich möchte nach Hause gehen. I'd like to go home. Ich würde gern einkaufen gehen. I'd like to go shopping. Wenn du es magst, kann ich dir gern mehr davon kaufen. If you like it, I can buy more. Ich bin Anfänger. I'm a beginner. Ich bin satt. I'm full. Ich mache nur Spaß. I'm just kidding. Ich bin ledig. I'm single. Ich spreche zwei Sprachen. I speak two languages. Ich dachte, dass er etwas anderes gesagt hatte. I thought he said something else. Es ist nicht zu weit. It's not too far. Normalerweise trinke ich zum Frühstück Kaffee. I usually drink coffee at breakfast. Tut mir leid, wir haben keine.
Sorry, we don't have any. Diese Bücher sind teuer. The books are expensive. Probieren Sie es an. Try it on. Was wollen Sie kaufen? What do you want to buy? Welche Größe? What size? Wann öffnet das Geschäft? What time does the store open? Wann kommt das Flugzeug an? When does the plane arrive? Wo bist du? Where are you? Möchten Sie was essen? Would you like something to eat? Gesprächsprobleme. Communication difficulties. Spreche ich das richtig aus? Am I pronouncing it correctly? Kannst du mir einen Gefallen tun? Can you do me a favor? Kannst du mir helfen? Can you help me? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Can you please say that again? Kannst du mir das zeigen? Can you show me? Kannst du das bitte für mich wegwerfen? Can you throw that away for me? Spricht hier irgendwer Englisch? Does anyone here speak English? Tu das nicht. Don't do that. Glaubst du das? Do you believe that? Hast du einen Bleistift? Do you have a pencil? Rauchen Sie? Do you smoke? Sprechen Sie Englisch? Do you speak English? Entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt? Excuse me, what did you say? Schon gut. Forget it. Wie spricht man das aus? How do you pronounce that? Wie sagt man das in Englisch? How do you say it in English? Wie buchstabiert man das? How do you spell it? Wie buchstabiert man Seattle? How do you spell the word Seattle? Ich kann schwimmen. I can swim. Ich kann Sie nicht deutlich hören. I can't hear you clearly. Das macht mir nichts aus. I don't mind. Ich spreche nicht sehr gut Englisch. I don't speak English very well. Ich glaube das nicht. I don't think so. Ich verstehe nicht, was du sagst. I don't understand what you're saying. Gibt es eine Klimaanlage auf dem Zimmer? Is there air conditioning in the room? Ich denke, dass du zu viele Klamotten hast. I think you have too many clothes.
Ich vertraue Ihnen. I trust you. Ich verstehe es nun. I understand now. Lassen Sie uns vor dem Hotel treffen. Let's meet in front of the hotel. Bitte setzen Sie sich. Please sit down. Bitte sprechen Sie Englisch. Please speak English. Bitte sprechen Sie etwas langsamer. Please speak more slowly. Entschuldigung, aber ich habe das nicht deutlich verstanden. Sorry, I didn't hear clearly. Das bedeutet Freund. That means friend. Das ist falsch. That's wrong. Versuch es zu sagen. Try to say it. Was bedeutet das? What does this mean? Was steht hier? What does this say? Was bedeutet das Wort hier? What does this word mean? Wie ist der Wechselkurs? What's the exchange rate? Wessen Buch ist das? Whose book is that? Warum gehst du nicht? Why aren't you going? Warum lachst du? Why are you laughing? Warum hast du das gemacht? Why did you do that? Notfall und Gesundheit. Emergency and health. Bist du gegen etwas allergisch? Are you allergic to anything? Bist du soweit? Are you ready? Ruf mich an. Call me. Hast du mir Blumen geschickt? Did you send me flowers? Verkaufen Sie Batterien? Do you sell batteries? Das ist mir egal. I don't care. Ich gebe auf. I give up. Ich bin in einen Unfall geraten. I got in an accident. Ich habe einen Schnupfen. I have a cold. Ich habe eine in meinem Auto. I have one in my car. Ich habe diesen Kuchen gebacken. I made this cake. Ich bin ein Lehrer. I'm a teacher. Ich bin selbstständig. I'm self-employed. Ich habe immer noch viel zu tun. I still have a lot to do. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. I still haven't decided. Es kommt auf das Wetter an. It depends on the weather. Es ist sehr kalt heute. It's very cold today. Mein Gepäck ist verloren gegangen. My luggage is missing.
Notfall und Gesundheit. Emergency and health. Mein Magen tut weh. My stomach hurts. Mein Hals ist entzündet. My throat is sore. Meine Uhr wurde gestohlen. My watch has been stolen. Nehmen Sie diese Medizin. Take this medicine. Der Unfall ist an der Kreuzung passiert. The accident happened at the intersection. Es gab einen Autounfall. There has been a car accident. Wo kann ich Dollar umtauschen? Where can I exchange US dollars? Wo arbeitest du? Where do you work? Wo ist das nächste Krankenhaus? Where's the nearest hospital? Wo ist die Post? Where's the post office? Generelle Fragen? General questions. Und du? And you? Noch etwas? Anything else? Sind sie die gleichen? Are they the same? Hast du Angst? Are you afraid? Wirst du zu ihrer Hochzeit gehen? Are you going to attend their wedding? Bist du verheiratet? Are you married? Geht es dir gut? Are you okay? Bist du krank? Are you sick? Hinter der Bank. Behind the bank. Kann ich etwas Geld borgen? Can I borrow some money? Die Rechnung, bitte. Can I have the bill, please? Kann ich Sie später zurückrufen? Can you call back later? Können Sie mich später zurückrufen? Can you call me back later? Kannst du das bitte für mich tragen? Can you carry this for me? Kannst du das reparieren? Can you fix this? Kannst du mir ein Beispiel sagen? Can you give me an example? Können Sie bitte lauter sprechen? Can you speak louder, please? Kannst du schwimmen? Can you swim? Gefällt ihm die Schule? Does he like the school? Nehmen Sie US-Dollar? Do you accept US dollars? Hast du eine Freundin? Do you have a girlfriend? Haben Sie einen Termin? Do you have an appointment? Hast du ein Problem? Do you have a problem? Hast du das gehört? Do you hear that?
Wissen Sie, wie man zum Marriott Hotel kommt? Do you know how to get to the Marriott Hotel? Weißt du, was das bedeutet? Do you know what this means? Wissen Sie, wo ich ein Taxi bekommen kann? Do you know where I can get a taxi? Weißt du, wo meine Brille ist? Do you know where my glasses are? Magst du deine Kollegen? Do you like your coworkers? Brauchst du noch etwas anderes? Do you need anything else? Verstehen Sie mich? Do you understand? Gib mir den Stift. Give me the pen. Woher weißt du das? How do you know? Wie geht es ihr? How is she? Wie lange dauert es? How long is it? Wie viele? How many? Wie viel kostet es? How much is it? Ich habe viel zu tun. I have a lot of things to do. In 30 Minuten. In 30 minutes. Kommt noch jemand mit? Is anyone else coming? Ist alles in Ordnung? Is everything okay? Ist es kalt draußen? Is it cold outside? Ist es weit von hier? Is it far from here? Ist es warm? Is it hot? Regnet es? Is it raining? Gibt es etwas Billigeres? Is there anything cheaper? Ist Ihr Sohn hier? Is your son here? Soll ich warten? Should I wait? Das große oder das kleine? The big one or the small one? Die Autos sind amerikanisch. The cars are American. Gab es irgendwelche Probleme? Were there any problems? Warst du gestern Abend in der Bibliothek? Were you at the library last night? Was magst du? What are you doing? Woran denkst du? What are you thinking about? Worüber redet ihr beide? What are you two talking about? Was hast du letzte Nacht gemacht? What did you do last night? Was hast du gestern gemacht? What did you do yesterday? Was hast du gedacht? What did you think? Was studieren Sie? What do they study? Was haben Sie? What do you have?
Was denkst du? What do you think? Was ist passiert? What happened? Was ist es? What is it? Was ist das? What is that? Was soll ich tragen? What should I wear? Was ist da drin? What's in it? Wie ist die Temperatur? What's the temperature? Was ist das? What's this? Was ist los? What's up? Woher kommst du? Where are you from? Wo kann ich ein Auto mieten? Where can I rent a car? Wo ist das passiert? Where did it happen? Wo hast du es gelernt? Where did you learn it? Wer ist er? Where is he? Woher kommt er? Where is he from? Was ist besser, Spaghetti oder Hühnersalat? Which is better, the spaghetti or chicken salad? Welches willst du? Which one do you want? Welches ist billiger? Which one is cheaper? Welches ist das Beste? Which one is the best? In welche Schule geht er? Which school does he go to? Wo sind sie? Who are they? Nach was suchst du? Who are you looking for? Wer ist da? Who is it? Inquiring about who is on the phone. Wer ruft an? Who's calling? Wer ist der Mann da drüben? Who's that man over there? Wer hat dir das beigebracht? Who taught you that? Warum hast du das gesagt? Why did you say that? Kannst du mir bitte das Salz reichen? Will you pass me the salt, please? Kannst du das bitte für mich ins Auto legen? Will you put this in the car for me? Können Sie ihn bitten, mich zurückzurufen? Would you ask him to call me back, please? Generelle Fragen? General questions. Ja. Yes. Das ist ein nettes Auto. You have a very nice car. Du siehst aus wie meine Schwester. You look like my sister. Arbeit. Work. $6 pro Stunde. $6 per hour. Wartest du auf jemanden?
Are you waiting for someone? Arbeitest du heute? Are you working today? Bring mir bitte mein T-Shirt. Bring me my shirt, please. Schaust du gern fern? Do you like to watch TV? Magst du deinen Chef? Do you like your boss? Bist du fertig mit Studieren? Have you finished studying? Er ist ein Ingenieur. He's an engineer. Er arbeitet sehr viel. He's very hard working. Er arbeitet für ein Computerunternehmen in New York. He works at a computer company in New York. Wie lange hast du dort gearbeitet? How long have you worked here? Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie? How many hours a week do you work? Wie viel Geld hast du? How much money do you have? Wie ist das Wetter? How's the weather? Wie war die Reise? How was the trip? Ich habe es vergessen. I forget. Mir geht es gut. I'm good. Ich bin soweit. I'm ready. Ich muss immer noch viel einkaufen. I still have a lot of things to buy. Ich habe es gesehen. I've seen it. Was arbeitet er? What does he do for work? Was arbeitet ihr Vater? What does your father do for work? Was arbeiten Sie? What do you do for work? Was arbeiten Ihre Eltern? What do your parents do for work? Was ist los? What's the matter? Um wie viel Uhr gehst du täglich arbeiten? What time do you go to work every day? Wann kommst du in den USA an? When do you arrive in the US? Wann bist du mit der Arbeit fertig? When do you get off work? Wo hast du das hingetan? Where did you put it? Wo tut es weh? Where does it hurt? Wo willst du hingehen? Where do you want to go? Wetter. Weather. Komm her. Come here. Schneit es im Winter oft in Massachusetts? Does it often snow in the winter in Massachusetts? Glaubst du, dass es morgen regnet? Do you think it'll rain today? Glaubst du, dass es auch morgen regnen wird?
Do you think it's going to rain tomorrow? Wie läuft das Geschäft? How's business? Ist es in der Nähe? Is it close? Ist das möglich? Is it possible? Ist es soweit? Is it ready? Es kostet $20 pro Stunde. It costs $20 per hour. Es tut hier weh. It hurts here. Es ist weit von hier. It's far from here. Es wird warm heute. It's going to be hot today. Es ist nördlich von hier. It's north of here. Es ist dort drüben. It's over there. Es regnet. It's raining. Es ist zu spät. It's too late. Es ist sehr wichtig. It's very important. Es wird bald ankommen. It will arrive shortly. Die Straßen sind rutschig. The roads are slippery. Was kostet das Zimmer? What's the room rate? Wie wird das Wetter morgen? What will the weather be like tomorrow? Fragen stellen. Asking questions. Lernen. To learn. Lernen die Schüler viel? Do the students learn a lot? Nein, sie lernen wenig. No, they learn a little. Fragen? To ask. Fragen Sie oft den Lehrer? Do you often ask the teacher questions? Nein, ich frage ihn nicht oft. No, I don't ask him questions often. Antworten. To reply. Antworten Sie, bitte. Please reply. Ich antworte. I reply. Arbeiten. To work. Arbeitet er gerade? Is he working right now? Ja, er arbeitet gerade. Yes, he is working right now. Kommen. To come. Kommen Sie? Are you coming? Ja, wir kommen gleich. Yes, we are coming soon. Wohnen. To live. Wohnen Sie in Berlin? Do you live in Berlin? Ja, ich wohne in Berlin.
Yes, I live in Berlin. Ich habe ein Hobby. I have a hobby. Ich spiele Tennis. I play tennis. Wo ist ein Tennisplatz? Where is the tennis court? Hast du ein Hobby? Do you have a hobby? Ich spiele Fußball. I play football/soccer. Am. Wo ist ein Fußballplatz? Where is the football/soccer? Am field. Mein Arm tut weh. My arm hurts. Mein Fuß und meine Hand tun auch weh. My foot and hand also hurt. Wo ist ein Doktor? Is there a doctor? Ich habe ein Auto. I have a car/an automobile. Ich habe auch ein Motorrad. I also have a motorcycle. Wo ist ein Parkplatz? Where could I park? Ich habe einen Pullover. I have a sweater. Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans. I also have a jacket and a pair of jeans. Wo ist die Waschmaschine? Where is the washing machine? Ich habe einen Teller. I have a plate. Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel. I have a knife, a fork and a spoon. Wo sind Salz und Pfeffer? Where is the salt and pepper? Fragen, Vergangenheit. Questions, past tense. Wie viel haben Sie getrunken? How much did you drink? Wie viel haben Sie gearbeitet? How much did you work? Wie viel haben Sie geschrieben? How much did you write? Wie haben Sie geschlafen? How did you sleep? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? How did you pass the exam? Wie haben Sie den Weg gefunden? How did you find the way? Mit wem haben Sie gesprochen? Who did you speak to? Mit wem haben Sie sich verabredet? With whom did you make an appointment? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? With whom did you celebrate your birthday? Fragen, Vergangenheit. Questions, past tense. Wo sind Sie gewesen? Where were you? Wo haben Sie gewohnt? Where did you live? Wo haben Sie gearbeitet? Where did you work? Was haben Sie empfohlen? What did you suggest? Was haben Sie gegessen?
What did you eat? Was haben Sie erfahren? What did you come to know? Wie schnell sind Sie gefahren? How fast did you drive? Wie lange sind Sie geflogen? How long did you fly? Wie hoch sind Sie gesprungen? How high did you jump? Welche Krawatte hast du getragen? Which tie did you wear? Welches Auto hast du gekauft? Which car did you buy? Welche Zeitung hast du abonniert? Which newspaper did you subscribe to? Wen haben Sie gesehen? Who did you see? Wen haben Sie getroffen? Who did you meet? Wen haben Sie erkannt? Who did you recognize? Wann sind Sie aufgestanden? When did you get up? Wann haben Sie begonnen? When did you start? Wann haben Sie aufgehört? When did you finish? Warum sind Sie aufgewacht? Why did you wake up? Warum sind Sie Lehrer geworden? Why did you become a teacher? Warum haben Sie ein Taxi genommen? Why did you take a taxi? Woher sind Sie gekommen? Where did you come from? Wohin sind Sie gegangen? Where did you go? Wo sind Sie gewesen? Where were you? Wem hast du geholfen? Who did you help? Wem hast du geschrieben? Who did you write to? Wem hast du geantwortet? Who did you reply to? Adjektive. Adjectives. Eine alte Frau. An old lady. Eine dicke Frau. A fat lady. Eine neugierige Frau. A curious lady. Ein neuer Wagen. A new car. Ein schneller Wagen. A fast car. Ein bequemer Wagen. A comfortable car. Ein blaues Kleid. A blue dress. Ein rotes Kleid. A red dress. Ein grünes Kleid. A green dress. Eine schwarze Tasche. A black bag. Ein
Eine braune Tasche. A brown bag. Eine weiße Tasche. A white bag. Nette Leute. Nice people. Höfliche Leute. Polite people. Interessante Leute. Interesting people. Liebe Kinder. Loving children. Freche Kinder. Cheeky children. Brave Kinder. Well-behaved children. Ich habe ein blaues Kleid an. I am wearing a blue dress. Ich habe ein rotes Kleid an. I am wearing a red dress. Ich habe ein grünes Kleid an. I am wearing a green dress. Ich kaufe eine schwarze Tasche. I'm buying a black bag. Ich kaufe eine braune Tasche. I'm buying a brown bag. Ich kaufe eine weiße Tasche. I'm buying a white bag. Ich brauche einen neuen Wagen. I need a new car. Ich brauche einen schnellen Wagen. I need a fast car. Ich brauche einen bequemen Wagen. I need a comfortable car. Da oben wohnt eine alte Frau. An old lady lives at the top. Da oben wohnt eine dicke Frau. A fat lady lives at the top. Da unten wohnt eine neugierige Frau. A curious lady lives below. Unsere Gäste waren nette Leute. Our guests were nice people. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Our guests were polite people. Unsere Gäste waren interessante Leute. Our guests were interesting people. Ich habe liebe Kinder. I have lovely children. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. But the neighbors have naughty children. Sind Ihre Kinder brav? Are your children well behaved? Adverbien. Adverbs. Schon einmal, noch nie. Already, not yet. Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Have you already been to Berlin? Nein, noch nie. No, not yet. Jemand, niemand. Someone, no one. Kennen Sie hier jemand, ihn? Do you know someone here? Nein, ich kenne hier niemand, ihn. No, I don't know anyone here. Noch nicht mehr.
A little longer, not much longer. Bleiben Sie noch lange hier? Will you stay here a little longer? Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. No, I won't stay here much longer. Noch etwas, nichts mehr. Something else, nothing else. Möchten Sie noch etwas trinken? Would you like to drink something else? Nein, ich möchte nichts mehr. No, I don't want anything else. Schon etwas, noch nichts. Something already, nothing yet. Haben Sie schon etwas gegessen? Have you already eaten something? Nein, ich habe noch nichts gegessen. No, I haven't eaten anything yet. Noch jemand, niemand mehr. Someone else, no one else. Möchte noch jemand einen Kaffee? Does anyone else want a coffee? Nein, niemand mehr. No, no one else. Imperativ. Imperative. Sei doch nicht so faul. Don't be so lazy. Schlaf doch nicht so lang. Don't sleep so late. Komm doch nicht so spät. Don't come home so late. Lach doch nicht so laut. Don't laugh so loudly. Sprich doch nicht so leise. Don't speak so softly. Trink doch nicht so viel. Don't drink so much. Rauch doch nicht so viel. Don't smoke so much. Arbeite doch nicht so viel. Don't work so much. Fahr doch nicht so schnell. Don't drive so fast. Stehen Sie auf, Herr Müller. Get up, Mr. Miller. Setzen Sie sich, Herr Müller. Sit down, Mr. Miller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Remain seated, Mr. Miller. Haben Sie Geduld. Be patient. Nehmen Sie sich Zeit. Take your time. Warten Sie einen Moment. Wait a moment. Seien Sie vorsichtig. Be careful. Seien Sie pünktlich. Be punctual. Seien Sie nicht dumm. Don't be stupid. Rasier dich. Shave.